Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Resident Evil 4 Unterhaltung. Wir spielen Resident Evil 4 weiter. Wen hätte es gekümmert? Wer hätte es gedacht? Und beim letzten Mal haben wir durch ein dummes Missgeschick oder so Ashley verloren? Ich weiß nicht. War es unser dummes Missgeschick? Nein, das dumme Missstück ist hier einfach hingelaufen, irgendwie zu dieser Wand, die jetzt total unscheinbar aussieht, obwohl, nee, man kann ja so einen gewissen. Das sieht aus wie ein kleines schwarzes Flimmern. Ich weiß nicht genau, soll das. Oder bilde ich mir das jetzt an der Stelle nur so ein? Prüfen. Ashley ist auf der anderen Seite. Ich muss schnell einen Weg dorthin finden. Granate! Boom! Na gut, nee. So brachial gehen wir mal nicht zu Werke. Stattdessen gucken wir mal auf die Karte. Also wie gesagt, Ashley ist abhanden gekommen und wir wollen Ashley jetzt wiederfinden, aus Gründen, die mir nicht so ganz einleuchten. Den Stern, genau, das hatte ich ja schon beim letzten Mal erklärt, da müssen wir erst noch woanders sein. Wir gehen jetzt erstmal da durch die Tür und dann hier so lang. Wir bewegen uns also quasi total von Ashley weg und dann sind wir irgendwann wieder hier und dann freuen wir uns einen Keks und dann geht's hoffentlich weiter. Ja, das ist ein guter Plan. Ja. Also auf Leon. Es muss weitergehen. Die Show muss weitergehen. Ja. Salazar, er heißt doch so, genau, ja, Salazar, der kleine Napoleon, wie ich ihn auch gerne mal nenne, der Burgherr dieses Schlosses, ja, der Herr dieses Schlosses, der Burgherr, der hat uns ja schon irgendwie darauf hingewiesen, dass jetzt ein bisschen was kommen könnte. Ich mache mal für mich den Ton ein ganz kleines bisschen lauter, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Moment, so, ja. Ich hoffe, das hört man dann übers Mikro nicht, aber das könnte vielleicht noch von Vorteil sein. Mal gucken. Dab, dab. Dab, dab. Ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Also, das war jetzt, ja. Also, hier war irgendwie etwas Großes, Schnelles, irgendwo im Wasser oder so. Man weiß es nicht genau. Das ist ja irgendwie, doof. Ich glaube, an der Stelle kann ich den Ton auch wieder ganz kleines bisschen wieder für mich leiser machen. So, ihr bekommt davon an der Stelle natürlich absolut gar nichts mit, denn für euch ist das alles immer total passend, ideal. Ich weiß es nicht. Also bei Resident Evil 4 ist es, glaube ich, das ist wieder eines dieser Spiele, das relativ, ja, ich sag mal, das lässt sich relativ gut einstellen von den reinen Sounds her und so. Das ist bei anderen Spielen schwieriger. Und, also ich könnte jetzt einfach so reinlaufen, aber ich habe da jetzt gerade nicht so richtig Lust zu. Deswegen gucken wir uns mal so ein bisschen die Umgebung an. Gucken mal, gucken mal, gucken mal, gucken mal. Ja, das ist ja interessant. Okay, jetzt hat man es, glaube ich, ziemlich gut gesehen. Boom! So. Wir haben es hier mit unsichtbaren Gegnern zu tun. So ein bisschen unsichtbar. Sie sind groß, sie sind hässlich, sie sind gefährlich. Sie sind tot. Ein Schuss? Oh mein Gott, okay. Aber das war jetzt ein Glück, also ein Glückstreffer. Du erhältst grünes Auge, weil normalerweise geht das nicht so flott mit den Viechern, glaube ich. Die Musik hat sich jedenfalls verändert. Ja, Salazar hat uns darauf hingewiesen. Hier sind jetzt so ein paar kleine süße Viecher unterwegs, die uns ein ganz kleines bisschen Ärger machen könnten. Dort unten ist wieder einer. Also wenn das eben gerade so gut geklappt hat, dann versuchen wir das doch gleich nochmal. Man erkennt sie eigentlich schon. Also im Vorfeld. Man sieht ja diese komischen, ja, wie sie da sabbern und wie sie da stehen und so weiter und so fort. Also das ist prinzipiell in Ordnung. Aha, okay, der steht auf. Der springt jetzt irgendwo da hinten rum. Dann ist er da, dann macht er sich wieder ein bisschen unsichtbar, dann habe ich ihn erledigt, hoffentlich. Jetzt habe ich ihn erledigt. Aha, gut, ja. Komische Insekten, Grashüpfer, was auch immer, die komisch mutiert sind und sich, wie gesagt, unsichtbar machen können. Und dann laufen sie hier so rum und wenn man da nicht aufpasst, dann läuft man direkt rein und dann freut man sich nicht so. Und dann denkt man so, hoppla, ich bin in ein Insekt gelaufen und hoppla, das Insekt ist ganz schön groß und hoppla, irgendwie bin ich jetzt gleich tot. Ja. Das ist irgendwie ein ganz kleines Problem an dieser Stelle, aber wir versuchen jetzt trotzdem das Beste irgendwie aus der Situation zu machen. Machen ganz viel Lärm, sagen einmal Hallo und guten Tag. Hallo, wo bist du? Da bist du. Ja, du siehst ja hübsch aus. Ja, du bist ja ein hübsches kleines Insektchen. Ja, wo bist denn du? Ja, jetzt bist du irgendwo dort oben und das finde ich scheiße. Nein, 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 nein. Igitt. Ja, die spucken. Die spucken mit irgendwelchen Sachen und dann laufen sie hier so rum und dann freuen sie sich und dann ballert man nochmal drauf und dann sind sie hoffentlich bald tot.
tot, tot, tot. Bitte, bitte, bitte. Jetzt bin ich mir nicht... Wow. Okay. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie viele von den Viechern hier noch unterwegs sind. Nein, 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 nein. Du bist ein bisschen flott. Du bist ein bisschen böse. Du bist ein bisschen stark. Ich glaube, nur ein Treffer und dann bin ich tot. Da. Da. Okay. Moment, Moment, Moment. Musik ist noch böse. Ich nehme zur Sicherheit. Ich nehme Kraut. Ist mir egal. So. La, 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 la. Okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Ich habe die Kontrolle wieder über die Situation. Lalalala. Wo seid ihr? Ich finde das auch immer so schön. Also ich weiß nicht, warum immer solche Viecher irgendwie mutieren müssen tatsächlich. Nehmen. Irgendwas ist hinter mir, ist egal. Louis Notiz, lasst erstmal eine Runde lesen. Okay, so. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Dicrocoelium, was auch immer. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Ich stelle mir das gerade mit Ganados vor. Aber sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Ach was. Trematoden. Die Larven dieser Parasiten nistet sich im Hirn eines Fisches ein. Eines Fischs. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leukochloridium, die Spozysten dieses Parasiten, entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blattes, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Klingt ja überaus interessant. So, jetzt muss ich mich schnell umdrehen. Wo bist du? Man weiß es nicht. Irgendwo hier? Da. Gut. Danke. So, Mistvieh. 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 Ich wollte eindeutigweise erzählen. Andeutungsweise erzählen, dass ich es leise seltsam finde, warum eigentlich immer solche Viecher mutieren müssen in solchen Spielen. Ich weiß nicht. Es sind immer irgendwie Spinnen, Heuschrecken, Gottesanbeter, irgendwas Seltsames, Grässliches, Mieses, was am besten noch Klauenzähne oder sonst was hat oder einfach nur giftig ist oder einfach nur scheiße hässlich aussieht. Prüfen. Das Wasser muss doch abgelassen werden können. Ja. Immer nur solche Viecher, aber nie irgendwie mal was Nettes. Warum führen Wissenschaftler nicht mal irgendwie Experimente mit netten Viechern durch? Weiß ich nicht. Kaninchen, Zwerghamstern, von mir aus Schmetterlinge, wenn es unbedingt Insekten sein müssen. So liebliche, kleine, süße Schmetterlinge, die dann plötzlich halt durch Mutation oder so 2 Meter groß werden, aber halt immer noch kleine, süße, niedliche Schmetterlinge in ihrem Kern sind. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Wie beruhigend. Naja, gut. Ja, aber wisst ihr, ich habe da irgendwie ein Problem mit. Diese Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Das ist schlecht. So. Ich glaube, jetzt ist trotzdem hier erstmal Ruhe. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich hier nicht gleich irgendwie drauf gehe oder so. Ich bin mir nicht sicher. Diese Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo die ganzen Viecher tatsächlich waren. Dam, 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 dam. Zumal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hier an der Stelle auch mehr von diesen Viechern kommen, als es auf dem leichten Schwierigkeitsgrad der Fall wäre. Aber gut, prüfen. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen? Jo, machen wir. La, 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 la. Oh, guck mal, wir lassen das Wasser ab. La, 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 la. Das könnte doch richtig... Das könnte doch mal richtig sein. La, 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 la. Heute habe ich es nicht so mit Singen. Ich glaube, heute habe ich es auch nicht... Heute habe ich es auch nicht mehr so, auch nicht so mit Sprechen. Das ist ganz schlecht gerade. Du erhältst Lampe, jo.
Aber ja, lange Arbeitstag gehabt und so. Es ist auch mal ganz ausnahmsweise, dass ich tatsächlich unter der Woche spiele und so. Aber ich habe irgendwie ins heutige Fernsehprogramm geschaut und festgestellt, das interessiert mich alles irgendwie ein Scheißdreck, was gerade läuft. Das kombinieren wir einfach mal miteinander. Wir verwenden das, um meine Lebensenergie noch ein bisschen weiter zu erhöhen und dann ist das okay. So, ich glaube, da ist was. Da. Da. Jo. Kann es sein, dass da jetzt noch einer kommt? Tatsächlich. Oh, ich bin so gut. Ja, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad wäre es nämlich nur einer gewesen. Aber der Hering, der ist schlau. Und der Hering, der kann gucken. Und der Hering, der kann ausnahmsweise mal ein ganz kleines bisschen zählen. Und der Hering hat, glaube ich, nicht mehr so viel Gewehrmunition. Naja, geht. Aber trotzdem. Das könnte mit der Munition, glaube ich, so nach und nach jetzt immer kniffliger werden. Ich habe auch noch Granaten wie Hulle. Irgendwie, aber Granaten gegen die Viecher einsetzen ist, glaube ich, relativ schwierig. Weil. Aha! Ja! Ja. Ich habe noch seine Augen gesehen. Mistvieh, 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 Mistvieh. Nein, nein, nein. Habe ich dich? Ja, ich hab dich. So, kommt noch einer, kommt noch einer. Ich weiß es nicht. Nehmen. Grünes Auge. Kommst du? Hier, da, nein, vielleicht, eventuell. N nicht so. Doch. Wow, 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 wow. Okay, so. Kein Problem. Ich habe die Situation voll und ganz unter der Kontrolle. Merkt man total, oder? Ja. Der Hering, der Hering. Der macht aus seinem ganzen Resident Evil Let's Play ein absolut glorreiches Erlebnis. Warum hinterlassen manche von denen Sturmgewehrmunition? Mir leuchtet das nicht so hundertprozentig ein. Aber gut, egal. So, blub. Von wo war das? War das von hinten? Ja, es war von hinten. Ha! Ha, ich hab dich gesehen. Ich hab dich erahnt. Ich hab dich getötet. Hoffe ich. Noch einer? Man weiß es nicht. War immer so. Bist du da oben nicht noch einer stehen? Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, ich will hier raus. Ich will hier einfach nur raus. Raus, 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 raus. Bitte lass mich raus. Bitte lass mich raus. Nachdem ich irgendwie die Fässer geplündert habe. So. Nee, kommt keiner mehr. Glaube ich. Sieht gut aus. Okay, Tür, nix weg. Und Tür zu. Und glücklicherweise können diese komischen Heuschreckenviecher, was auch immer, keine Türen öffnen. So. Oh. Wow. 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 Okay. Augen zu und durch. Dop, dop, dop. Das ist die beste Methode in so einer Situation. Das war scheiße knapp, aber gut. La 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 la. Ja. Augen zu und durch, musste nicht so wörtlich nehmen, Hering, musste wirklich nicht, nein. Zwischenzeitlich hatten wir sowas ähnliches wie eine Lampe gefunden. Die Lampe ist etwas unglaublich Tolles, weil die Lampe können wir kombinieren mit den komischen Augen von den Insekten. Das sind diese, ja, Edelsteine in Anführungszeichen, die ich mal erwähnt hatte, wo ich die leise Hoffnung hatte, ob wir die vielleicht auch in die Maske packen könnten. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Augen muss man alle in diese Lampen reinpacken, weil die Lampe hat irgendwie untersuchen. Eine Lampe mit zwei Augen. Ja, die Lampe hat so komische Einfassungen. Also für die Augen halt. So, da passen auch wieder drei rein. Momentan habe ich eben nur grüne und rote, aber es gibt dann später auch noch blaue Augen. Und die blauen Augen sind, glaube ich, auch relativ selten. Die grünen kommen am häufigsten vor und die roten halt ab und zu mal. Also da muss man dann halt gucken und da muss man genau aufpassen, was man verkauft, wann man es verkauft, an wen man es verkauft. Okay, an wen man es verkauft, ist jetzt, da bleibt jetzt eh nicht so viel Auswahl. Oh. Oh. Hasna, Hasna, Hasna. Hammelammelammelamm. Om, 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 om. So. Dort unten sind so ein paar Leute unterwegs. Ich weiß ja nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ich glaube, wir machen mal was Lustiges. Ich hoffe jedenfalls. Ja. Oh, ich muss gut werfen. Mal gucken, ob ich. Mal gucken, ob es gut wird. Boom. Sprung! Nein. Also eigentlich wollte ich runter. Ja, genau da wollte ich hin. Halt, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Du haust mir nicht ab, Freundchen. Du nicht, du nicht, du nicht. Halt, halt, halt. Ja. Aha. Aha. Ja, ne? Doof gelaufen. La la la. Moment. Dup, dup, dup. Ja.
Oh, ihr beiden Hübschen, ihr bleibt hier. Das ist doof, aber nur für euch. Oh, ihr beiden Hübschen, ihr bleibt hier. So, oh, ja, ich habe einen Illuminados-Anhänger und sowas halt geholt. Und dann habe ich noch ein Spinell bekommen. Und hier hinten dürften jetzt auch noch. Naja, okay, ein paar habe ich erwischt. Drei Handgranaten geworfen. Kann man natürlich eleganter machen. Und dann kann man auch tatsächlich alle töten. Aber so, ja. Warum die jetzt irgendwie spontan hier so eine Opfersitzung gemacht haben und ich will gar nicht wissen, wessen Blut das ist. Ich will gar nicht wissen, was hier liegt. Was ist das? Ein großes Stück Hackfleisch oder so. Aber, und dann ein großes Schwert und. Was ist das? Warum habt ihr das hier aufgebaut? Ihr wisst doch, dass ich hier in dieser Burg rumlaufe. Was macht ihr hier? Was soll das? Ich hoffe, das ist nicht Ashley. Nein, das wird sie schon nicht sein. So, und ja, du bleibst ausnahmsweise mal liegen. Ich weiß nicht. Die wichtigen Leute bleiben immer liegen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist so. Ja, steht in ihrem Arbeitsvertrag so drin oder so. Haben sie sich extra nochmal reinschreiben lassen, damit sie ein bisschen mehr Screentime haben oder so.